Servus Leute, ich sitze hier in meinem 335i, Baujahr 2007, E92 Coupé mit dem N54 Biturbomotor und wollte einfach mal so ein kleines Fazit drehen. Hab das Auto jetzt ziemlich genau 3 Jahre, habe auch einige Veränderungen vorgenommen. Die Leute, die meinen Kanal abonniert haben oder vielleicht auch da ab und an mal reinschauen, die haben schon ein paar Videos über das Auto gesehen und was ich so gemacht habe. Will ich nochmal so kurz umreißen und auch in PS ausdrücken, was es im Endeffekt gebracht hat. Also die Basis ist hier 306 PS, 400 Newtonmeter. Gemessen hatte ich damals 310 PS und 410 Newtonmeter. Nach der Kennfeldänderung waren wir bei 363 PS und 500 Newtonmeter gewesen. Wie gesagt, VMAX rausgeschmissen und da ist das Ding auch über 290 gelaufen, ganz locker. Ja. Mit ein bisschen Anlauf sogar noch schneller. Dann habe ich mir gedacht, was machen wir noch? Jetzt muss ein bisschen an die Hardware ran. Kennfeld sind wir schon dabei. Chargepipe verbaut, Ladeluftkühler Wagner Evo 1 Competition verbaut. Das hat jetzt in der Spitzenleistung nicht so viel gebracht. Es waren ein paar PS und irgendwie 20 Newtonmeter oder 25. Aber man hat schon gemerkt, gerade bei heißen Temperaturen hält er einfach länger durch. Ein bisschen mehr Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich. Also das hat schon was gebracht. Ob es jetzt das Geld wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man halt noch irgendwie ein paar PS rauskitzeln will, dann wird es halt immer teurer. Ihr wisst das selbst, ne? Und dann als nächstes kamen dann die Downpipes rein von Wagner, auch quasi Einzeller kam dann rein und dann ging es hoch auf, ich glaube, waren wir bei 383 PS und 550 Newtonmeter, also hat da auch noch was gebracht. Irgendwie 18 PS, 25 Newtonmeter in der Spitze. Aber man hat gemerkt, der ist oben raus viel drehfreudiger. Ja, also das heißt, was weiß ich, vorher war so bei 6,5 hast du gedacht, jetzt fällt das Drehmoment schon stark ab, tust lieber mal schalten. Und jetzt dreht er eigentlich, sagen wir mal, relativ willig auf die 7 zu und das hat man auch in der Höchstgeschwindigkeit direkt gemerkt. Also ging es dann schon über die 300 und gerade noch mit dem Auspuff, wenn man den mal auch den Endtopf mal abmacht und dann hier den Eisenmann Race, den habe ich jetzt verbaut. Klar, das Auto wird dann extrem laut erstmal. Ihr hört es vielleicht, es fängt auch richtig an zu dröhnen. Ist vielleicht nicht was für jeden, ich finde es geil, weil da macht das Auto einfach, es wirkt einfach viel lebendiger wie vorher. Ja, auch wenn es jetzt einmal PS-mäßig jetzt nicht so viel bringt. Aber am Ende bin ich jetzt so bei knappen 400 PS, 550, 560 Newtonmeter. Und Topspeed habe ich gemessen, mit ein bisschen Anlauf waren es dann 305 echte. Und das ist schon eine Hausnummer, also für 400 PS ist das schon nicht schlecht. Ja. Also er hat einen guten Durchzug auch. Eine super Gangübersetzung, die passt 1:1 auf den Motor. Gerade wenn wir wissen, was dran macht, ist jeder Gang auch ein Fahrgang. Und ohne die Abregelung, wie gesagt, dann läuft das Ding auch über die 300. Richtig geil auf jeden Fall. Hat mir sehr Spaß gemacht. Klar, gerade die Downpipes einbauen, hatte ich jetzt leider keine Werkstatt zur Hand. Haben wir im Hof gemacht beim Kumpel. Ganz oldschool unter das Auto gelegt, ist zu machen. Wenn man es dann ein paar Mal macht, dann geht es dann auch relativ schnell von der Hand. Das erste Mal ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen sich auskennt, geht das auf jeden Fall. Ganz wichtig danach, muss man nochmal ins Kennfeld rein und die Lambda-Monitorsonde quasi ausschalten, dass die nicht meckert und die Motorkontrolle angeht und dann ist eigentlich alles safe. Ne? Und mit der Konstellation fahre ich jetzt auch schon ein paar tausend Kilometer, habe auch schon ein paar Lokfahrten gemacht, ein paar Topspeed-Tests und hier und jetzt und ein paar Roll-Races, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, gegen den einen oder anderen. Und wie gesagt, das hat gepasst. Von den Temperaturen passt es auch. Stabile Sache. Ja. Und wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt an dem Auto so, was hat da noch Serien-M-Fahrwerk drin? Das ist gut für 2007. Aber in der letzten Essenz ist es doch nicht die Sportlichkeit, wie ich es vielleicht gern hätte. Deswegen werde ich vielleicht als nächstes auch mal ein anderes Fahrwerk einbauen, das auch vielleicht ein bisschen straffer ist. Das ist, sagen wir mal, auch schon für Langstrecke gebaut. Ja? Also klar, es ist jetzt nicht ganz unsportlich, aber die letzte Sportlichkeit fehlt dann leider doch. Für mich zumindest. Ja? Also ich habe es da doch lieber ein bisschen härter und ein bisschen genauer. Das wird so das nächste sein. Und was noch an Leistung geht mit den Turboladern, ja, ich meine, die haben jetzt auch schon ein bisschen was gelaufen, sind immer noch die ersten. Habe ich auch schon mal über Upgrade-Lader nachgedacht. Da gibt es ja so ein paar, die man sich da mal anschauen kann. Sprichwort TTH-Lader oder sonst irgendwas, hatte ich jetzt schon mal angefragt, geguckt.
Das wäre so das nächste, so Richtung 600, 650 PS. Klar, da gibt es noch ein paar andere Sachen, Kupplungen und die Kühlung und sowas, die muss man mal gucken. Aber wie gesagt, ich habe schon mal ein bisschen Teile recherchiert und ausgerechnet, wie viele 1000 Euro es dann nochmal wird. Aber das wäre natürlich eine Sache, die ich mir eigentlich nicht entgehen lassen kann. Wenn ich schon mal so ein Auto habe, was ich schon lange haben wollte und wie gesagt, das habe mir dann vor 3 Jahren das dann endlich mal gekauft. Genau eigentlich aus diesem Grund, weil es halt so viel möglich ist und so viel Tuning-Teile dafür gibt. Also jetzt auch gemacht. Also ich habe mir das auch mal für nächstes Jahr vorgenommen. Mal schauen, ob ich es umsetzen kann. Zeitlich oder auch mit dem Geld muss man halt auch mal schauen. Ist ja auch nicht ganz so billig. Aber da habe ich Bock drauf und das werde ich auf jeden Fall machen. Ansonsten, wie gesagt, optisch gefällt mir das Auto extrem gut. Hat mir schon damals richtig gut gefallen. Gerade diese 35i Aerodynamik-Paket. Von innen merkt man schon das Alter so ein bisschen. Aber generell ist es alles nicht störend für mich jetzt. Ja. Also von daher kann ich eigentlich... Ich kann nicht viel Negatives über das Auto sagen. Es ist, sagen wir mal, das Leder von den Sitzen ist vielleicht jetzt auch nicht so das Beste. Das müssen wir schon ein bisschen pflegen, gerade hier bei Fahrersitzeinstieg oder so. Aber wenn man das regelmäßig macht, dann halten die auch ein bisschen länger. Ja. Hier und da knarzt es auch ein bisschen mal. Verarbeitung ist okay. Aber es ist jetzt nicht das Maß der Dinge. Aber wie gesagt, das stört mich jetzt nicht so. Mir ging es mehr um die inneren Werte. Der Spaßfaktor, der ist enorm hoch. Motor ist extrem drehfreudig. Potenzial ohne Ende. Darum ging es mir eigentlich im Wesentlichen. Ne? Und wie gesagt, diese Umbauten, die ich noch vorhab, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Deswegen abonniert meinen Kanal. Und dann gucken wir mal. Ich habe auch noch so ein paar andere Sachen damit vor. Aber dazu dann später mehr. In dem Sinne werde ich jetzt mal, bin nämlich auch klar angekommen, weiterfahren, weitermachen und dann gucken wir mal, was die Zukunft noch so bringt. Ne? In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht ein Like noch da. Wenn nicht, auch okay. Habt ihr zumindest mal ein bisschen was geschaut. Und ja, vielleicht habt ihr ja selber so ein Auto und wollt euch ein bisschen austauschen, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Also, wir sehen uns. Danke fürs Zusehen. Stay tuned.